Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf Sherlock Holmes zu diesem außerplanmäßigen und kurzen Video, das ich aber machen muss, weil die Nummer, die ich entdeckt habe, einfach zu heiß ist, um sie einfach zu übergehen. Denn die NATO hat jetzt eine Verstärkung oder sich eine Verstärkung zugelegt und die wohl in Litauen die Bundeswehr in Zukunft auch strategisch beraten wird, die dermaßen stark ist, ja, dass man eigentlich schon fast von einer entscheidenden Wende wo und wann auch immer sprechen kann. Ja, um was geht's? Der eine oder andere wird schon gesehen haben. Dafür sind wir, oder bin ich jetzt mit euch auf der Seite des ZDF, auf den Nachrichten. Wir starten selbiger auch mal kurz. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. So, und nach dem Begrüßungsblabla, oder das ersparen wir uns, gehen wir direkt auf das, um was es geht. Verteidigungsminister Pistorius kündigte überraschend an, bis zu 4000 Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen dauerhaft nach Litauen zu verlegen. Das Land sieht sich von Russland bedroht, es grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und das mit dem Kreml verbündete Belarus. Aus Litauen, Andrea Maurer. Litauen, NATO-Großübung unter dem Eindruck des Machtkampfes in Russland. Hier, wo Belarus, Russlands Verbündeter und mögliches Exil des Wagner-Führers Prigozhin nur wenige Kilometer entfernt ist, macht der deutsche Verteidigungsminister eine überraschende Zusage. Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren. Eine robuste Brigade. Und die wird noch viel robuster und noch viel entscheidender durch diese unglaubliche Verstärkung, die ich euch jetzt aufzeigen möchte. Dazu muss ich ein wenig vorspulen. Und dann geht's auch schon los. Mit ihren Familien. Die Erwartungen waren klar, dass es dauerhaft mehr geben soll. Jetzt wird man sehen, wie sich das nach und nach ausgestaltet. Und dann bin ich mir sicher, dass beide Seiten natürlich auch mit einem Stück weit Wandel, auch in den Gesellschaften, auch aufgrund der gesamten Sicherheit. Habt ihr es gesehen? Wer da im Hintergrund durchs Bild gelaufen ist? Man kann es gar nicht glauben. Ich spule nochmal zurück und wir schauen es uns nochmal gemeinsam an. Dass es dauerhaft mehr geben soll. Jetzt wird man sehen, wie sich das nach und nach... Da sieht man seinen glänzenden Helm. Weiter. ...ausgestaltet. Und dann bin ich mir sicher, dass beide Seiten natürlich auch... mit. Und da ist er. In ganzer Pracht. Was Captain Marvels... oder was Marvels Captain America war, den sie aus dem Eis geholt haben, ist der NATOs Ivanhoe, der Schwarze Ritter. Diesen, hier sehen wir ihn, die Hand am Schwert. Er ist der neue strategische Denker und natürlich auch Kämpfer wohl der Bundeswehr in Litauen. So macht es den Eindruck, er ist beim Inspektionsgang und er ist eine fulminante und wohl auch entscheidende Verstärkung. Ich bin tief beeindruckt, dass die NATO das Kunststück fertig gebracht hat, Ivanhoe, den Schwarzen Ritter, zurückzuholen. Wie auch immer das geschehen ist, großen Respekt. Ja, und wenn man natürlich so einen großartigen Schwertkämpfer und Turnierreiter an seiner Seite hat, ja, der rammt jeden Panzer weg. Also wirklich und auch strategisch eine ganz große Verstärkung. Die Bundeswehr, der es ja nun lange Zeit nicht so gut gegangen ist, kann sich jetzt glücklich schätzen, eine solche Koryphäe an ihrer Seite zu haben. Lassen wir ihn noch diese Sekundenbruchteile durchs Bild gehen, beobachten wir ihn bei seiner fachlich hochwertigen Inspektion und dann komme ich noch zu einem Schlusswort, aber das lassen wir uns doch nicht nehmen. Mit einem Stück weit Wandel, auch in den Gesellschaften, auch aufgrund der gesamten sicherheitspolitischen Lage zurechtkommen. Ja, mehr muss man nicht sagen. Es gibt nicht mehr zu sagen als Hut ab, NATO. Was ihr da wieder aus dem Hut gezaubert habt, ist beeindruckend. Und damit will ich euch auch mit diesem unglaublichen Schock oder was ich was, Moment für einen Moment, jeder verarbeitet das für sich ja anders, möchte ich euch auch allein lassen. Das war's mit diesem Video und vielleicht gibt es ja irgendwen da draußen, der mir erklären kann, was da eigentlich los war, warum da Ivanhoe, der Schwarze Ritter, durchs Bild gelaufen ist. Da muss ja irgendwas stattgefunden haben. Vielleicht gibt es einen, der mir das sagen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Euer Schorze von Sherlock Holmes. Ciao und macht es gut.